Es ist Ende Mai 2021. Die Pandemie hat uns alle im Griff seit März 2020. Das ist mehr als ein Jahr. Wie geht es Ihnen? Natürlich denken Sie zuerst an Ihre Gesundheit, aber Sie denken dann auch an Ihre Kinder vielleicht. Sie denken an den Bildungsstatus, Sie denken an Ihr Privatleben, Sie denken an Ihren Beruf, an Ihre Arbeit. Und wir alle sind wahrscheinlich erst dabei zu sortieren, wo wir stehen. Und heute haben wir uns hier in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen einen Experten eingeladen, der sich mit der Frage beschäftigt, wo steht die Wirtschaft mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie. Neben mir sitzt Walter Oetsch. Walter Oetsch hat lange Zeit gelehrt an der Johannes Kepler Universität in Linz. Er war dort Gründer des Zentrums für soziale und interkulturelle Kompetenz und des Forschungsinstituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft. Und da ist bereits ein Hinweis dabei. Walter Oetsch legt Wert darauf, die Wirtschaft als Teil eines gesellschaftlichen Ganzens zu sehen. Sie denken, natürlich ist das so. Er wird Ihnen erzählen können, dass nicht alle Ökonomen der Auffassung sind, dass man bei ökonomischen Fragen mindestens genauso viel auf die sozialen Verwerfungen schauen muss, wie auf reine Effekte von Angebot und Nachfrage auf Gütermärkten. Walter Oetsch, also jemand, der die Ökonomie sehr umfassend sieht, und deswegen war er für uns natürlich sehr interessant, ihn hier in die Robert-Jungk-Bibliothek einzuladen. Mein Name ist Stefan Walli und ich habe das Glück, nun einige Minuten mit Walter Oetsch über das Thema zu sprechen. Herr Professor, herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek. Danke für diese Einladung. Freut mich, dass Sie hier sind. Unser Ziel ist es, ungefähr herauszuarbeiten, wo stehen wir jetzt mehr als ein Jahr nach Ausbruch dieser Pandemie ökonomisch. Können Sie uns ein paar Grunddaten vermitteln, wie wir jetzt einschätzen können, was hier in der Wirtschaft passiert ist? Wir haben einen völlig überraschenden Verlauf, einen Wirtschaftseinbruch, der in der Größenordnung ist, so etwas hat es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben, und zwar weltweit, also praktisch in allen Ländern, hauptsächlich verursacht durch die Lockdowns, Lieferengpässe, Nachfrageausfälle. Die Wirtschaftspolitik hat auf diesen Schock, auf diesen gesellschaftlichen Schock in einer Weise reagiert, die es historisch auch noch niemals gegeben hat. Das kann man an bestimmten Kennziffern sehen in Bezug auf Fiskalpolitik. Das heißt, in welcher Weise wurden hier Steuerausfälle kompensiert, in welcher Weise wurden Stützungen gegeben, in welcher Weise wurden Garantieerklärungen gegeben. Man hat sich überhaupt nicht gekümmert um irgendwelche Maastricht-Kriterien, auch nicht um das strukturelle Defizit, diese Verschärfungen seit einigen Jahren. Und das zweite, eigentlich, man muss es sagen, dramatische Reaktion war auf der Geldpolitik. Die Zentralbanken haben ihre Volumina wieder ganz, ganz kräftig erhöht. Das heißt, und alle diese Steigerungen, der Einbruch und diese Steigerungen, das sind historische Großereignisse, die es in der Geschichte des Kapitalismus nur bei Kriegen gegeben hat. Es ist so wie, ich muss sozusagen, ein Land tritt in einen Krieg und die Wirtschaft muss ganz, ganz schnell auf Kriegsindustrie umgestellt werden. Dafür gibt es Beispiele in Großbritannien zum Beispiel oder auch der Kriegseintritt der USA im Zweiten Weltkrieg. Aber in Friedenszeiten abgesehen haben wir das noch niemals erlebt. Wir stellen hier gern die Frage nach der Zukunft, wenn Sie nun diese zwei Aspekte in den Mittelpunkt rücken. Erstens zunehmende Staatsverschuldung, expansive Budgetpolitik, andererseits lockere Geldpolitik der Zentralbanken und das Vergleichen mit den Kriegen. Nach den Kriegen, zumindest nach dem Ersten Weltkrieg, erlebten wir dann hohe Inflationsraten und auch dieses Thema spielt sich jetzt bereits in den Medien ab. Rechnen Sie damit, dass das alles zu großartigen Inflationen führt, wo sich die Idee wieder durchsetzen wird, es muss eine Austerität, also massive staatliche Einsparungspolitik geben? Na, die zwei großen Debatten, die jetzt losgehen und die im Grunde genommen Scheindebatten sind, sind erstens, wo ist die Grenze für die Staatsschuld? Das heißt, wie können wir hier ökonomisch eine Grenze ziehen? Wir können sie nicht ökonomisch ziehen, wir müssen sie politisch ziehen. Und das Zweite sind eigentlich irrationale Vorstellungen, speziell in der deutschen Debatte, vor einer Inflation. Man sieht, das wird ganz, ganz unterschiedlich gesehen. Manche sagen, es geht von der Geldpolitik aus, manche sagen, es geht von der Fiskalpolitik aus. Bei der Geldpolitik müsste man genau schauen, was machen eigentlich die Zentralbanken,
dieses Geschäft, diese was Quantitative Easing heißt, also ein sehr, sehr heterogenes Bündel von sogenannten unkonventionellen Maßnahmen. Wie kann das überhaupt die Inflationsrate erreichen? Im Großen und Ganzen geht das gar nicht. Wir haben ja ein historisches Gegenbeispiel, und zwar die enorme Ausweitung der Bilanzvolumen aller großen Zentralbanken nach 2008 in mehreren Stufen. Es hat überhaupt keine Inflation gegeben, oder es hat fast keine Inflation gegeben in einzelnen Ländern, ein bisschen. Und die große Gefahr in dieser ganzen Periode war die Deflation, also genau das Gegenteil. Und das ist ja eigentlich noch das größere Schreckgespenst. Damit ist nicht zu rechnen. Eine gewisse Art von Inflation könnte ausgehen von der Fiskalpolitik, und es könnte auch, und das ist sehr wahrscheinlich, es könnte inflationäre Gefahren geben durch ganz, ganz überraschende Lieferengpässe, durch Störungen. Also diese ganze Vorleistungsstruktur, dieser globale Kapitalismus, der ein einzelnes Produkt, zum Beispiel ein Handy, in 27 Ländern produziert, keine Lager macht, Just-in-Time-Production, also ein riesiges Flohnetzwerk, und genau in der Sekunde, in der das Teil benötigt wird, muss der LKW vor dem Fabrikstor stehen. Also das heißt, die haben das ausgelagert auf die Straße, und das ist jetzt alles erstaunlicherweise gestört. Es gibt auch Engpässe zum Beispiel im Bausektor, und natürlich könnte auch zum Beispiel Inflation ausgehen von diesen riesigen Maßnahmen, die jetzt die Regierung Biden macht. Das ist ungeheuer, was die machen. Also die haben jetzt dreimal so ungefähr schon um circa eine Billion US-Dollar Programme aufgelegt. Das ist in der Größenordnung des Pushes von Roosevelt. Das kann man schon vergleichen. Das ist eigentlich sehr überraschend. Also das haben auch Beobachter nicht gerechnet. Und das kann natürlich, wie kann man das handeln, wenn man zum Beispiel, ich weiß es nicht, man will 3000 Autobahnen neu bauen, man will 10.000 Brücken sanieren und so weiter, kann es da zu Engpässen kommen, die sich dann auch inflationär ausüben. Aber das sind sozusagen reale Entwicklungen, die möglich sind. Aber diese irrationale Angst, die eigentlich sozusagen reflexartig kommt, man liest Budgetausweitung, was machen die Zentralbanken, die meisten verstehen ja diese Vorgänge nicht, dann wird sozusagen gerade im deutschen Diskurs wird schon die Inflationspistole gezückt. Aber wenn man genauer hinschaut, wird es vermutlich keine große Inflationsgefahr geben. Also wenn ich das richtig sortiere für mich, erstens durch die Politik des billigeren Geldes der Zentralbanken, ja, sehen Sie aufgrund eines Analogschlusses zur letzten Wirtschaft eher geringe Gefahren? Nein, man muss fragen, wo gehen die Gelder hin? Sie kommen ja nicht in den realen Sektor. Es ist ja im Grunde genommen, sind es ja verschiedene Maßnahmen, vor allen Dingen in den Bankensektor zu stützen, dann zum Beispiel Stützungen zu machen für ganz bestimmte Märkte, also das müssen wir jetzt im Detail, oder auch zum Beispiel damit der internationale Kapitalfluss in und aus dem Dollarraum gehandelt wird. Das macht man mit Zinsswaps und solche Dinge. Also das heißt, da geht es um ganz, ganz große Transaktionen, die ganze Zeit laufen, die in einem hohen Maße mit der realen Wirtschaft, mit der sogenannten realen Wirtschaft, vordergründig nichts zu tun haben. Das sind zum Beispiel Verschiebungen der großen Cashpools, riesige Konsortialkredite, IPOs, also eine neue Firma kommt auf den Markt und solche Dinge. Und hier habe ich sozusagen sehr, sehr ein riesiges funktionierendes Finanzsystem, das hat mit dem, wie der normale Mensch, wie Sie und ich sozusagen über Zahlungsvorgänge in die Wirtschaft eingebunden sind, überhaupt nichts zu tun. Und die Frage, kommt das jetzt sozusagen rein? Ja, oder die niedrigen Zinsen die Intention der niedrigen Zinsen ist ja, dieses Finanzsystem funktionsfähig zu erhalten. Und das könnte, vereinfacht könnte man das so beschreiben, es hängt am Tropf der Zentralbanken. Und jetzt, was die Zentralbanken gemacht haben seit März, ist das nochmal zu verschärfen und nochmal sozusagen sich
zum Beispiel auch für hohe Börsenniveaus direkt zuständig zu fühlen. Ganz eigenartig, was hier passiert. Aber das hat sozusagen mit Inflationsgefahr weniger zu tun. Das andere kann sein, angebotsseitig und nachfrageseitig. Mhm. Dieser zweite Bereich, den Sie angesprochen haben, waren Staatsinvestitionen, die eventuell solche Effekte, Knappheiten und dadurch Preissteigerungen, dadurch Inflation auslösen können. Und das ist etwas, was sicher viele Österreicherinnen und Österreicher auch denken. Kommt nach dem großen Hergeben von Geld in der Krise nun ein dramatisches Bremsen und ein Sparpaket in Österreich? Würden Sie einer österreichischen Regierung dazu raten? Na, überhaupt nicht, weil diese ganzen Sparpakete, die nach ungefähr 2011, 12 gekommen sind, ja, das lehne ich ab. Das könnten wir auch im Vortrag ein bisschen erklären. Das hat rein ideologische Gründe. Es ist gelungen, eine ungeheure Umdeutung der Krise 2008, 2009, die nicht erklärt wurde. Und das war dann auf einmal, 2 Jahre später, wurde es als Euro-Krise, als Staatsschuldenkrise, als Krise im Euroraum umdefiniert. Also ein Vorgang, den man jetzt im Rückblick, ist es ja unglaublich merkwürdig, wie überhaupt denn so ein Umdeuten gelingt. Und in dieser Umdeutung wurden dann sozusagen diese Verschärfungen mit dem strukturellen Defizit und so weiter gemacht. Das hat ja ganz spezifische Auswirkungen gehabt. Und das Dramatischste war natürlich in der Art, wie man mit Griechenland umgegangen ist. In Griechenland, da haben wir ja den Sozialstaat mehr oder weniger durch die EU ruiniert. Das ganze BIP ist ungefähr um 25% gesunken. Und die gleichen Probleme, die Griechenland hat, hat Italien, die gleichen Probleme haben Spanien. Aber bei diesen großen Ländern kann und will man nicht derartige Maßnahmen machen. Und das hat sich ja alles sehr, sehr verändert. Das heißt, auf der EU-Ebene gibt es in gewisser Weise ein Umdenken, aber natürlich beobachten wir in den Medien oder auch in der Politik von Personen, die sozusagen in dieser alten neoliberalen Denkweise drinnen sind, die können gar nicht anders, wenn Staat ist sozusagen negativ, wenn der Staat jetzt so massiv in die Wirtschaft eingreift, wie er eigentlich in den letzten 30 Jahren überhaupt noch niemals getan, müssen sie instinktiv schreien, wir müssen das Ganze wieder zurückbauen. Und eine ganz andere Debatte ist natürlich die Debatte um die Grenzen der Staatsschuld. Vielleicht könnten Sie dieses Argument an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen. Warum müssen wir nicht relativ schnell Staatsschulden wieder auf Null zurückfahren? Warum ist dies aus ökonomischer Sicht diskutabel? Die Staatsschulden können abgebaut werden, ohne dass es jemand merkt, wenn man ausreichendes Wachstum hat. Und das ist ja in Österreich passiert in den letzten Jahren. Die Staatsschuld ist gestiegen. Und jetzt, trotz dieser enormen Ausweitung, also wir sind ja, das Paket der Regierung ist ungefähr in der Größenordnung von 13% des BIPs als Plan. So, vielleicht wird dann weniger realisiert. Trotz dieser enormen Ausweitung sind wir nicht in atemberaubenden Höhen. Und das Entscheidende ist, die Staatsschuld wird ja niemals zurückgezahlt. Die Staatsschuld wird dann immer revolviert. Das heißt, ich habe zum Beispiel 10-jährige Anleihe und nach den 10 Jahren wird das Geld den Gläubigern zurückgezahlt und dafür werden durch die Bedingungen, die aktuell herrschen, wieder aufgenommen. Normalerweise wird es immer revolviert. Es wird niemals zurückgezahlt und ich kann zurückzahlen oder ich muss sozusagen die Revolvierung nicht machen, wenn ich ausreichendes Wachstum habe. Weil dann braucht der Staat es nicht, dann kann es machen und dann kann zum Beispiel die Staatsschuld und vor allen Dingen die Staatsschuldenquote, das ist ja die eigenartige Definition, das ist ja komische Kennziffer. Eine Bestandsgröße und eine Stromgröße wird ineinander entgegengesetzt. Wenn ich hohe Wachstumsraten habe, dann sinkt sozusagen die Staatsschuldenquote automatisch. Also ich brauche gar nichts tun. Und dann schaut das Ganze, also die Staatsschuld ist nicht gesunken, absolut, aber die Quote ist gesunken und dann schaut es schon aus. Kurzfristig ist einzig und allein interessant, welche Summen muss das Budget leisten für den Staatsschuldendienst. Das heißt, wie hoch ist die Zinslast? Und das ist im Augenblick natürlich total gut. Österreich bekommt Kredite fast 0%. Es gibt auch ganz lange Kredite, so 70-, 80-jährige Kredite. Also man weiß gar nicht, warum ein Investor das überhaupt nimmt. Aber Österreich hat ein gutes Standing und die Staats
Schuldenquote, also das ist so bei 1, ich habe hier die Zahl im Vortrag, genau, ich habe das nicht auswendig, 1,4% oder sowas, das ist überhaupt, das ist eine Größe, die in keinster Weise irgendein Problem aufwirft. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es, Sie argumentieren, dass es aus ökonomischer Sicht durchaus möglich wäre, nicht ein Austeritätspaket nach dieser Krise durchzusetzen, sondern es auf Wachstum zu setzen, weil in Relation zu den wachsenden Steuereinnahmen die Schulden relativ von selber sinken. Ja, genau, und dafür gibt es gute historische Beispiele, dass das gelingt. Ja. Die Frage, die ich Ihnen jetzt aber stelle, ist natürlich, ob sich Ihre Ansicht durchsetzt oder eine andere, ist eine Frage der Debatte, der ideologischen Hegemonie, um Fremdwörter zu verwenden, wer sich durchsetzt in der Regierung. Wie steht es denn da? Womit rechnen Sie? Glauben Sie mit diesen neuen Erfahrungen, dass staatliche Interventionen notwendig sind, dass sie diskutabel funktionieren? Sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo Überlegungen wie die Ihre entscheidend werden, wie unsere wirtschaftliche Zukunft aussieht? Oder glauben Sie, man wird ähnlich reagieren wie nach 2008, 2009? Wir sind jetzt sozusagen in der Beantwortung auf der Frage genau auf dem richtigen Level. Weil die Frage, die ja mir gestellt wurde, ist, war die Wirtschaft nach der Pandemie. Das heißt, man könnte die Frage ja so deuten, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Und jetzt machen wir ganz was anderes. Wir diskutieren ja nicht über die Wirtschaft, wir diskutieren über die Politik und wir sind genau auf der Ebene, auf der es diskutiert gehört. Das heißt, es ist nicht die Ansicht, ja, das ist auch nicht meine Ansicht, es gibt die Wirtschaft als abgelösten Körper. Dieser Körper geht nach eigenen Regeln, Funktionsmechanismen getrennt von der Politik weiter, sondern im Gegenteil, wenn man die Vorstellung hat, die Wirtschaft ist in die Gesellschaft eingebettet, dann ist natürlich das Machtzentrum nicht bei der Wirtschaft, sondern bei der Politik, weil die Politik macht die Regeln. Das heißt, die entscheidende Frage, und das war auch Ihre Frage, die entscheidende Frage ist eine politische Frage. Das heißt, wie wird das politisch gedeutet? Und eine entscheidende Frage ist auch, wie geht der Diskurs weiter? Das heißt, mein Bild ist, der Kapitalismus, dieses Wirtschaftssystem oder Marktwirtschaft, es ist egal, wie man es beschreibt, braucht auch die ganze Zeit eine Hülle, eine Debatte um dieses System. Es muss sich nicht nur in seinen Machtnetzwerken, es muss sich auch diskursiv die ganze Zeit reproduzieren. Das heißt, wie in den Medien über den Kapitalismus diskutiert wird, macht den Kapitalismus so, wie er jetzt ist. Das heißt, wenn neue Diskurse kommen, wenn zum Beispiel der Diskurs kommt, wir können zum Beispiel die Staatsfinanzierung ganz anders machen oder zum Beispiel, was in England passiert, ohne irgendein großes Aufsehen zu erregen, nämlich dass die Staatsschulden direkt von der Bank of England finanziert werden, eine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank, niemand regt sich auf. Das sind sehr, sehr konservative Leute, die das machen. Das kann auch sozusagen funktionieren in der Weise, wenn das etabliert ist, ja, dann habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit Ausweitung von Staatsschulden. Aber natürlich ist das jetzt sozusagen, wenn ich die EZB-Wirklichkeit bedenke, ist das sozusagen weit, weit weg. Und jetzt können wir natürlich nur Szenarien entwerfen. Wir können sagen, oder eine Sache, die ich im Vortrag beschreiben möchte, wie hat man auf die Krise 2008 reagiert, mit welchem politischen Framing, mit welchen politischen Deutung und welche Framings könnten jetzt, und ich möchte am Schluss des Vortrages dann auf die Klimakrise eingehen, und ich glaube, das wird die große Debatte der Zukunft werden. Und das es geht schon wieder los. Ja. Bei der Klimakrise, wenn ich Sie richtig verstehe, argumentieren Sie, wir haben als Gesellschaft gesagt, wir machen jetzt in dieser Gesundheitskrise ökonomische Politik und sagen, was die Wirtschaft leisten muss. Und Ihr Argument ist, wir könnten das auch, was die Klimakrise betrifft, tun. Naja, es ist so, man könnte jetzt einen ganzen Katalog, es hat ja ein interessantes Phänomen ist ja das. Es gibt seit 4 Jahrzehnten ein Bewusstsein über die Krise. Seit Beginn der 80er Jahre gibt es in der amerikanischen Akademie der Wissenschaften einen Konsens über die von Menschen verursachte Erderwärmung. Und im Grunde genommen hat sich nicht sehr viel verändert. Die riesigen Forschungsprogramme, man hat das alles verfeinert, aber die Grundideen waren damals bekannt und sind Konsens. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wieso ist fast 4 Jahrzehnte, man hat viele Konferenzen gehabt, man hat viele Absichtserklärungen gehabt, aber es ist nicht gelungen,
entscheidende Schritte zu setzen, dass der CO2-Ausstoß global sinkt, also dass es wirklich sozusagen Auswirkungen gibt. Was hat das verhindert? Und das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Wir müssten sagen, was sind die Netzwerke, was sind die Machtsysteme und vor allen Dingen, was sind die Denkweisen, die diese Art von Trägheit, oder man könnte es auch sagen, diese Art von politischer Fantasielosigkeit fördern. Und das muss sich ändern. Und wenn jetzt vielleicht die Bewusstheit wieder kommt, dass es sehr, sehr dringend ist, dann geht es nicht, ohne diese ganzen grundlegenden Fragen zu verändern. Aber das würde einen gesellschaftlichen Aufbruch bedeuten, den wir noch gar nicht erahnen können. Das würde auch neue gesellschaftliche Bewegungen brauchen. Die aktuelle Politik, wenn man anschaut, wie findet die Klimadebatte zum Beispiel in der Regierung statt, in welcher Weise wird über Klimaprobleme im deutschen Wahlkampf diskutiert. Wenn man sich das ansieht, dann ist noch keine Bewusstheit da von den politischen Eliten, wie ernst die Thematik ist, wie dringend es wäre. Man hat keine Bewusstheit über die Kipp-Effekte, man hat keine Bewusstheit über die Horrorbilder. Was bedeuten 2 Grad bis zur Jahresmitte, was bedeuten 3 bis 4 Grad bis zum Jahrhundertende, in welcher Umwelt würden wir leben? Und das, ich glaube nicht, dass die Menschheit, das ist sozusagen die positive Variante, es wird einen ganz großen neuen Diskurs geben müssen, es wird auch neue Bewegungen geben müssen. Und wenn das gelingt, dann werden diese ganzen neoliberalen Slogans, diese ganz, ganz einfachen, praktisch theorielosen Ideen, also die Inflationstheorie ist theorielos, die Grenze der Staatsschulden ist theorielos, die Theorielosigkeit dieser Theorie ist ja unglaublich. Es ist ja überhaupt kein theoretisches Verständnis da, wie der Kapitalismus funktioniert. Also das lernen auch die normalen Ökonomen ganz, ganz wenig. Sie lernen dieses Marktmodell, sie lernen durch die Brille dieses Marktmodells zu schauen und sozusagen die Welt so zu betrachten, inklusive die Natur. Aber sie verstehen nicht die gesellschaftlichen Vorgänge, sie verstehen nicht die Integrationsprozesse, sie verstehen nicht die tiefe gesellschaftliche Krise, in der wir uns befinden. Mhm. Die müssen wir auf einer ganz anderen Ebene reflektieren. Ja. Mhm. Danke, Herr Professor Oetsch, für dieses Gespräch. Wir haben gehört, wo wir heute stehen, was bestimmte ökonomische Kennziffern sind, aber wir haben auch verstanden, dass es entscheidend ist, wie wir diese Kennziffern verstehen und dass wir immer wissen, diese Kennziffern werden in einer Logik, in einer Argumentation, in einem Diskurs verwendet. Und der Diskurs, der uns präsentiert wird, ist oft nicht der einzige, wie man diese Zahlen verstehen kann und wie man Programme aufbauen kann, die auf der Basis dieser Zahlen vielleicht andere Antworten geben. Der Vortrag, der jetzt mehrfach erwähnt wurde, der wird hier jetzt angehört in der Robert-Jung-Bibliothek. Wir sind zum ersten Mal wieder mit Gästen vor Ort dabei. Eine hybride Veranstaltung. Wir werden ungefähr mit 80 bis 100 Personen jetzt diskutieren und eine längere Version hören. Wenn Sie einmal Lust haben, vor Ort die Langversion zu erleben, schauen Sie auf die Homepage der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen, die Sie über Ihre Suchmaschine sicher finden werden. In diesem Sinne einen schönen Tag.